Guten Morgen und einen wundervollen 23. Dezember wünsche ich dir. Vorletztes Türchen, was sich öffnet. Morgen ist Heiligabend, morgen ist der 24. Dezember und damit auch das letzte Türchen unserer gemeinsamen Adventsreise, unseres Achtsamkeits-Adventskalenders. Ich werde dir morgen noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Bevor wir jetzt hier sentimental werden, starten wir in das heutige Türchen rein. Und zwar grüße ich dich ja wieder aus dem Wald. Denn der heutige Impuls für dich ist folgender. Beweg dich. Gönn dir heute ein bisschen Bewegung. Lüfte deinen Kopf noch mal ordentlich durch. Bevor morgen und die nächsten Tage vielleicht ein bisschen intensiver wird. Weil, zack, kurz der Arm gewechselt. Ich glaube, wir kennen das beide, dass die Tage um Weihnachten herum gerne mal ein bisschen vollgepackter sein können. Gerne mal ein bisschen anstrengender sein können für Körper, Geist und Seele auch. Und da vielleicht die Zeit für uns selbst manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Sondern wir mit Freunden, Familien und allen möglichen Bekannten irgendwie versammelt sind. Was auf der einen Seite total schön ist und was wir auch ja, zu schätzen wissen. Und uns da auch wohlfühlen. Und was auf der anderen Seite auch genauso gut ein bisschen überfordernd sein kann. Und genau deswegen ist der heutige Impuls für dich, dass du an diesem Tag, an diesem 23. Dezember, nochmal was für dich tust. Ganz bewusst dir Zeit für dich nimmst, um hier oben ein bisschen aufzurollen, um durchzulüften. Und das kann ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Beispielsweise ein Waldspaziergang oder eine Runde Sprinting auf dem Airbike ist auch immer eine gute Idee, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Und ganz egal, für was du dich jetzt entscheidest, mach irgendwas, wobei du hier oben ein bisschen durchlüften kannst und wobei du ordentlich Energie tanken kannst, um die letzten Tage des Jahres noch richtig schön zu genießen und für dich zu meistern. Ganz viel Spaß dabei. Mach etwas, was dir richtig gut tut und wo du das Gefühl hast, boah, jetzt kann ich nochmal durchatmen, kann loslassen, kann einfach frei und entspannt sein und kann mir ein bisschen Energie reinholen für die Action in den nächsten Tagen. Und wir hatten ja auch schon mal das Türchen zum Thema Waldspaziergang, dass du deine Energie beobachtest, wenn du in den Wald reingehst. Und wenn du aus dem Wald rausgehst. Und genau das ist auch die Einladung für dich heute. Beobachte mal, wie du dich fühlst, wenn du deine Aktivität machst, wenn du in dein Workout gehst, wenn du in den Wald gehst, wenn du das tust, was dir gut tut, bevor du da reingehst. Ob du dich vielleicht ein bisschen gestresst fühlst, ein bisschen überfordert fühlst, aufgeregt, ein paar Sorgen oder Ängste vielleicht sogar da sind. Und beobachte dann auch im Anschluss, wie du dich fühlst, wenn du aus dem Wald rausgehst. Dieses Blätterrascheln. Wenn du aus dem Wald rausgehst, wie du dich dann fühlst. Also ob du dich vielleicht ein bisschen ruhiger fühlst, ob du dich entspannter fühlst, ob sich diese Energie des Waldes oder die Energie des Workouts oder der Yoga-Session oder was auch immer du tust, sich das auf dich übertragen hat. Und das schreibst du dir gerne in deinem Journal einmal auf. Hältst das für dich fest und nimmst genau diese Energie mit in die nächsten Tage. Das wird richtig gut. Das ist der heutige Impuls für dich. Spür mal rein, was du heute brauchst und dann tu genau das. Hab Spaß dabei, genieß es und nimm diese Energie mit in deine nächsten Tage. Und ich freue mich, wenn wir morgen in unser letztes Türchen reingehen, das 24. Türchen des Achtsamkeits-Adventskalenders öffnen. Ich freue mich so sehr, dich morgen wiederzusehen. Und morgen wartet auch noch eine sehr besondere Überraschung auf dich. Da freue ich mich drauf. Kleines Geschenk für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen. Herrlich, ich genieße noch den Waldspaziergang. Bis morgen.